Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary. Heute seht ihr meine ganzen neuen Beauty-Einzüge. Es ist quasi ein Beauty-Haul gemischt mit einem kleinen Geburtstags-Update. Das sind super viele wunderschöne Geschenke eingezogen, die ich euch heute gerne zeigen möchte, was auch von euch gewünscht war. Und ja, deshalb, wenn ihr Bock habt zu sehen, was so alles Neues an Beauty-Kram bei mir einziehen dürfte, bleibt sehr gerne dabei. Und falls ihr noch nicht getan haben solltet, abonniert mich gerne hier unten. Das ist für euch kostenlos und ihr tut mich damit ganz lieb unterstützen. Ja, es sind natürlich in den letzten Wochen wieder ein paar neue Sachen eingezogen, natürlich auch durch meinen Geburtstag. Ich habe super viele süße Sachen geschenkt bekommen und natürlich habe ich mir auch ein paar Sachen gegönnt, meine Lieben. Deshalb starte ich auch als allererstes, um dieses Video nicht allzu lang zu machen, mit den Sachen, die ich mir selber geschenkt oder mich beschenkt habe. Und zwar das erste Teil habe ich auch in den Händen. Ihr werdet es natürlich erkennen, es ist einmal was meine Haare betrifft und auch was meine Wimpern betrifft. Ich habe mir nämlich ein Welleneisen gegönnt, das wollte ich schon sehr lange haben. Nein, es ist nicht von GHD oder von irgendeiner anderen teuren Marke. Es ist von der Esra. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Der hat auch einen Instagram-Account. Esra World nennt sie sich. Und sie hat auf ihrer Homepage, also auf ihrer Seite, zwei quasi Haartools verkauft. Einmal einen normalen Lockenstab und einmal dieses wunderschöne Welleneisen. Ich war schon lange auf der Suche nach einem schönen Welleneisen und als ich das dann von ihr gesehen habe, habe ich mich dann doch dazu entschieden, das dann zu bestellen, mir als Geburtstagsgeschenk zu gönnen. Und zwar ist es auch wirklich schön verpackt. Das ist richtig hochwertig gemacht. Let's Curl the World Girls nennt sich das. Als Motto. Und das Glätteisen oder das Welleneisen besser gesagt, was auch heute in Benutzung war, sieht dann einmal so aus. Ich kann euch gar nicht mehr genau sagen, was ich bezahlt habe. Es war nicht sehr günstig. Ich glaube, es hat 79 Euro gekostet, wenn ich mich nicht irre. Aber ich hatte noch einen Rabattcode. Ich habe so um die, 55 Euro oder so bezahlt. Was ich trotzdem gut fand, denn das Kabel ist relativ lang und was ich super fand war, ihr könnt das Welleneisen verstellen. Es sieht nicht nur total fancy aus. Ihr könnt die Gradzahl verstellen und auch den Lockengrad. Hier könnt ihr es einmal, ich habe es jetzt mit der kleinsten Stufe gemacht. Ihr könnt damit aber auch größere Wellen machen, indem ihr hier am quasi Regler das verstellt. Ist wirklich schön gemacht. Hat bis jetzt, finde ich, meine Haare auch jetzt nicht strapaziert. Ich versuche es jetzt nicht so häufig zu benutzen, aber das war was ich mir schon länger zulegen wollte. Und das habe ich mir dann jetzt am Geburtstag mal dann einziehen lassen und mir natürlich gegönnt, meine Lieben. Dann kommen wir auch schon zu meinen Wimpern, die ihr seht, die wirklich sehr schön geworden sind, bis auf diese Seite. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine super Variante, die ich euch jetzt vorstelle. Das ist keine Kooperation oder so, sondern wirklich selbst bezahlt. Das hat mir eine liebe Abonnentin gezeigt, also eine liebe Followerin auf Instagram. Hatte das mal gezeigt und zwar nennt sich das Girl Gold Lashes. So heißt die Instagram-Seite von der Dame. Die hat auch eine eigene Homepage, die das vertreibt. Und zwar ist es quasi Lash Extensions für zu Hause. Der große Vorteil ist allerdings dabei, ihr habt keine einzelnen Wimpern, so wie das die, wenn ihr das machen lässt bei der Kosmetikerin, euch das aufgesetzt wird, sondern es sind Wimpernstücke. Und der Kleber, also es verspricht einen Halt von 5 bis 7 Tagen. Es gibt aber auch Leute, die sagen, dass es bis zu 14 Tagen halten kann. Ich muss, ich kann euch direkt schon ein Resümee geben. Ich habe extra gewartet auf dieses Video, dass ich euch das zeigen kann, auch mit dem Auftragen. Ich als Wimpern wirklich Fetischistin, das wisst ihr ja von mir. Ich trage ja wirklich täglich Wimpern und normalerweise bin ich im Kleben so flott. Aber diese Wimpern haben mich wirklich Nerven gekostet. Auch wenn alle mal sagen easy peasy, ich fand es nicht easy peasy. Das liegt aber an meinen Wimpern. Also es liegt nicht an der Machart. Das Konzept ist eigentlich total cool, das sage ich euch gleich auch. Wenn ihr, so wie ich, sehr wenig und sehr kurze und sehr gerade Wimpern habt, dann wird es problematisch. Vor allen Dingen hier hinten. Diese Seite hat mich so viele Nerven und Tränen gekostet, das glaubt ihr gar nicht, denn ich habe hier hinten, also da wächst einfach nichts mehr, wirklich seit vielen Jahren schon. Ich habe einfach hier hinten keine Wimpern, wo ihr die befestigen könnt. Das ist es ja bei den Lash Extensions, dass die an eure eigenen Wimpern angeklebt werden. Und dadurch, dass ich hier hinten fast gar keine mehr habe, ist das wirklich sehr schwierig, die an den Wimpern zu befestigen, sondern ich habe ja sonst immer Wimpernbänder und die klebe ich mir quasi ans Augenlid oder besser gesagt an den Wimpern. Kranz. Und das ist natürlich sehr schwierig anzubringen, wenn ihr so wie ich sehr wenig Wimpern habt. An sich gefällt mir das Ergebnis. Ich werde euch auch berichten in meinem Monatsfavoriten, wie lange es gehalten hat oder ob es wirklich gut gehalten hat. Der Kleber ist definitiv ziemlich stark. Den könnt ihr einzeln bestellen. Wie gesagt, ihr seht ja, wie die heißen. Ich habe jetzt keine Homepage-Seite. Girl Got Lashes, so heißt auch die Seite, wenn ihr das googelt. Ist keine Kooperation, wie gesagt. Ich weiß, dass es Mädels gibt, die auf Instagram so 5 Euro
Promo-Coupons oder so haben, dann müsst ihr einfach mal bei Insta schauen. Ich habe mir da auch mit die längsten Wimpern bestellt, weil ich einfach Wimpern mag. Das ist einmal die Sorte Boss Babe. Und es sind halt so verschiedene kleine Wimpernsegmente. So kommt das Ganze dann bei euch daher. Das sind dann einmal 5 Paar, die ihr dann quasi immer wieder neu auftragen könnt. Und ihr seht, das sind so einzelne Glieder, die ihr dann einzeln quasi von unten allerdings an eure eigenen Wimpern befestigt. Ist eine sehr interessante Sache. Also ich habe jetzt hier, als ich das bestellt hatte, ich habe es schon etwas länger bestellt, gab es nur noch den, der wie ein Eyeliner zu ziehen ist. Aber die haben einen Kleber, der ist wie eine Mascara. Das heißt, ihr tuscht eure Wimpern an. Dann nehmt ihr euch einzelne Segmente und setzt an eure eigenen Wimpern an. Wenn ihr gute Wimpern habt, dann wird das super funktionieren bei euch, weil viele sind total begeistert und ihr spart euch einfach die ganze Kohle, um alle 3 Wochen zum quasi Lash-Stylisten zu gehen. Damit seid ihr auf jeden Fall auf der günstigeren Seite, wobei das Set jetzt auch nicht sehr günstig ist. Ich glaube, mit dem kompletten seid ihr so ungefähr bei 50 Euro, aber das könnt ihr ja auch immer wieder verwerten oder öfter benutzen. Deswegen ist eine sehr coole Alternative. Mein Resümee ist jetzt gerade, dass ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte beim Anbringen, aber ich denke, vielleicht ist es auch eine Übungssache, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe. Ich werde es auf jeden Fall weiter ausprobieren und euch auch berichten. Jetzt haben wir so lange über Wimpern gequatscht, meine Lieben. Ich würde natürlich jetzt gerne weitermachen. Ich habe mir nämlich, was habe ich mir denn noch selber gekauft? Ich muss mal selber überlegen. Genau, ich habe mir, weil ich einen Amazon-Gutschein von meinem Chef geschenkt bekommen habe, vom Unternehmen geschenkt bekommen habe, von der Arbeit quasi, habe ich mir dann AirPods gegönnt. Ich habe lange überlegt. Ich habe mir auch nicht die Generation 3 oder 4 oder was es schon gibt, bestellt, sondern das ältere Modell, aber natürlich eine neue Variante. Weil ich finde die ein bisschen cooler, weil die ein bisschen länger sind. Das finde ich ein bisschen handlicher als diese ganz kleinen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hatte bis jetzt immer, so nicht No-Name, aber auf jeden Fall günstigere. Und die haben auch ihren Zweck erfüllt. Ist ein bisschen, finde ich, ein viel zu gehyptes Produkt. Gerade bei Apple wisst ihr ja, dass es einfach immer übertrieben ist, auch der Preis. Aber mit dem Gutschein habe ich gedacht, komm, dann mache ich das mal. Und an sich ist es ein nettes Ding. Nice to have, aber man muss es nicht haben. Aber ich habe es mir jetzt einfach, wie gesagt, aufgrund des Amazon-Gutscheins dann als kleines Geburtstagsgeschenk dann auch gegönnt, meine Lieben. Das ist das, was ich mir so quasi selber geschenkt habe. Und noch das eine oder andere, aber das ist jetzt, glaube ich, schon in Benutzung. Deswegen würde ich gerne weitermachen mit den Sachen, die ich geschenkt bekommen habe. Zum einen habe ich noch etwas im Bereich Parfums geschenkt bekommen. Da kommt gleich noch mehr. Ich habe von Larive das Her Choice for Women geschenkt bekommen. Und das ist ein 1:1-Dupe. Ich mag ja die Larive-Düfte total gerne. Ein 1:1-Dupe zum Armani My Way. Es riecht wirklich genauso, meine Lieben. Und das hält auch relativ gut. Riecht richtig, wirklich richtig, richtig toll. Das bekommt ihr beim, ich glaube, DM bekommt ihr es, beim Müller bekommt ihr es. Beim Rossmann habe ich es jetzt noch nicht entdeckt, aber es ist eine super Alternative für alle Mädels, die nicht so viel Geld ausgeben wollen. Es riecht wirklich genauso bombastisch wie das Original. Dann habe ich ein ganz cooles Teil, weil ich es unbedingt haben wollte und es nicht bekommen habe. Hat es mir dann jemand quasi besorgt und dann zum Geburtstag mit anderen Sachen dazu geschenkt, und zwar von Essence Eyebrow Tweezer. Bei uns in den ganzen Rossmann-Filialen habe ich den nie entdeckt. Ich war so traurig, dass ich den nicht bekommen habe, weil die soll wirklich sehr gut sein, die Wimpernzange oder besser gesagt die Pinzette. Und ja, das ist mit eingezogen. Dann habe ich auch noch, ganz vergessen zu sagen, Geld geschenkt bekommen von meiner Family, und das wird angelegt, und das werde ich jetzt auf jeden Fall für nach dem Urlaub für meine Augenbrauen nutzen. Ja, ich werde es nochmal wagen und ich werde mir sie nochmal pigmentieren lassen, weil ich einfach die Faxen dicker habe. Diese ganze Malerei, es kostet mich immer Zeit und Nerven, und ich hatte es vor ein paar Jahren schon mal machen lassen, das Permanent Make-up, aber mir hat das so schnell abgeblasen, meine Haut hat es nicht gut angenommen. Ich würde es jetzt noch ein letztes Mal probieren, und wenn es wieder so sein sollte, dass es sehr schnell abblasst, dann werde ich es nie wieder machen, denn ich würde es gerne nochmal probieren, weil ich auch überlege, mir vielleicht irgendwann mal die Lippen pigmentieren zu lassen. Das ist so das Einzige, was ich machen würde, ansonsten wird da nichts hier irgendwie im Gesicht aufgebaut bei mir oder so. Aber so das Pigmentierte, das sieht schon wirklich bei gut gemachten, also wenn das wirklich gut gemacht wird, und ich habe hier jemanden, der das eigentlich sehr, sehr gut macht, wo ich auch meine Augenbrauen früher mal machen lassen habe, dann werde ich es auf jeden Fall nochmal austesten. Deswegen habe ich auch Geld geschenkt bekommen und werde das aber erst nach dem Urlaub machen, weil es vorm Urlaub aufgrund der Sonne nicht besonders viel Sinn macht, sich dann die Augenbrauen tätowieren zu lassen. Und für alle, die jetzt fragen werden, es wird kein Microblading. Nein, ich mag kein Microblading, mir gefällt es nicht und ich werde es nicht machen, auch wenn es ganz viele liebe Mädels um
mich rum super toll machen. Ich werde mir Powder Brows machen lassen, weil ich einfach super wenig Augenbraue habe und deswegen muss das Ganze einfach schön aufgefüllt werden. Das ist so die Technik, die mir am besten gefällt, meine Lieben. Jetzt haben wir auch über Augenbrauen gequatscht. Ich guck mal, was hier noch stehen habe. Genau. Dann habe ich nämlich noch was richtig Tolles von meiner lieben Nadine, die mir meine Nägelchen auch immer so schön macht, geschenkt bekommen. Und zwar eine ganz, ganz süße Maus. Und zwar hat sie mir zum einen, das habe ich jetzt schon unten in meinem Wohnzimmer, eine wunderschöne Orchidee geschenkt mit so richtig, ja, richtig süßen, kleineren Blütchen. Also ich habe sonst nur so große gehabt. Die hat einen ganz tollen Platz auf meiner Fensterbank bekommen. Und auch Schoki, die ist schon, ja, vertilgt worden. Und dann hat sie mir noch ein kleines Beauty-Päckchen geschenkt, das mich auch sehr gefreut hat. Und auf jeden Fall ist das so süß. Ich habe es ja selber gar nicht gesehen gehabt. Ich war auch relativ lange bis jetzt zu meinen Urlaubseinkäufen nicht in der Drogerie. Deswegen habe ich das gar nicht entdeckt. Sie hat mir von der Isana-Reihe was geschenkt. Und das ist echt richtig, richtig schön. Es hat eine sehr schöne Widmung auch. Denn es steht drauf, es ist einmal ein Zuckeröl-Peeling mit Macadamiaöl und Orchideenduft. Das passt natürlich perfekt. Und zwar steht da drauf, du bist zuckersüß. Das fand ich so, so süß. Und noch bei der Glücksdusche von Isana, die duftet genauso toll nach Vanille und nach Orchidee, steht glücklich steht dir. Das fand ich sehr, sehr schön und ja, hat mich sehr gefreut. Es ist in Pink, es duftet toll und dann noch süße Sprüche drauf. Habe ich mich auch mega drüber gefreut und es wird auf jeden Fall auch demnächst benutzt werden, aber noch spare ich mir das so ein bisschen auf, meine Lieben. Das habe ich von meiner lieben Freundin auch noch bekommen. Also wie gesagt, das sind auch viele andere Kleinigkeiten gewesen, die schon teilweise in Benutzung sind, aber eine Sache habe ich extra aufbewahrt, um aus euch heute zu sagen. Ich habe es euch auch auf Insta schon gezeigt. Und zwar meine verrückte Schwester. Ich habe ja noch eine ältere Schwester. Hat ja diese Tasche gefunden. Ja, das hat sie auch so schön dekoriert. Und diese Tasche hat für mich eine sehr persönliche Bedeutung. Denn für den einen ist es nur so eine Plastiktasche, aber als Kind habe ich diese Tasche in ganz vielen verschiedenen Farben gehabt und ich habe sie überall mitgetragen und ja, sie hat diese Tasche im Internet gefunden und mir dann zum Geburtstag geschenkt. Da war ich wirklich so einen kleinen Moment ziemlich gerührt und ja, nicht nur das hat sie mir geschenkt, sondern die Tasche ist auch noch prall gefüllt. Es waren Süßigkeiten dabei und ja, auf jeden Fall eine ganz, ganz süße Karte auch. Die habe ich auch, also ich muss auch sagen, dass ich alle Karten, die ich geschenkt bekomme, immer aufbewahre. Schön, dass es dich gibt. Alles Liebe zum Geburtstag, fand ich auch richtig, richtig süß. Und auf jeden Fall war da noch viel mehr drin. Ich werde schon wieder emotional hier. Einmal was für die Deko. Ich werde mal gucken, vielleicht präpariere ich das hinten an meinem Schminktisch oder so. Es sind so eine Lichterkette mit Herzen. Fand ich sehr, sehr süß. Dann natürlich als im Bereich Beauty. Auf jeden Fall ein Duft, den ich noch nicht kannte. Und zwar Blooming Days. Ein richtig schönes, ja, ein richtig schöner Flakon auch mit Duschgel. Also ein Eau de Parfum mit Duschgel im Set. Ja, weil alle ja wissen, dass ich so ein Parfümfanatiker bin. Da freue ich mich drauf, dass habe ich schon angeschnuppert. Das riecht sehr gut und sehr frisch. Dann natürlich auch noch ganz viele andere Sachen. Die zeige ich euch jetzt auch. Ich muss mal eben alles rausholen. Ja, also so sieht dann einmal die Tasche in Natura aus. Ja, ist einfach so schön. Das ist so richtig meine Kindheit, ja, wirklich nochmal in Erinnerung gerufen. Und zwar hat meine Schwester mir super viel da noch mit reingelegt. Einmal von Isana, diese Prinzessin, diese Duftperlen. Ja, die habe ich auch selber ganz häufig verschenkt. Und das riecht auch richtig toll. Ja, riecht so ein bisschen nach Orange, magischer Duft von Orange und Jasmin. Dann war mit dabei, die Masken kannte ich auch alle noch gar nicht, eine Hydrogel-Eimaske vegan mit so, ja, so goldenem Design. Fand ich auch sehr cool. Dann war mit dabei eine Haarmaske und zwar mit Rose. Und das ist einmal mit so einer richtigen Haube. Das kann man einmal dann so einpacken und dann lässt man die Haare schön einwirken. Ja, kannte ich auch noch überhaupt nicht. Das werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Dann eine richtig süße Handmaske von Mini Mouse Moisturizing Hand Mask, Soft and Moisturizing Hands with 20 Minutes und auf den Handschuhen selber sind auch noch mal so kleine Schleifen drauf. Richtig, richtig süß. Dann auch noch eine Maske von Shebens. Die habe ich nirgendwo gesehen bis jetzt. Das sind sogar drei Sachets. Cherry Fruit Bomb nennt die sich. Feuchtigkeitsmaske, erfrischt und pflegt mit Kirsch, Papaya und Panthenol. Also sie weiß, dass ich so gerne Masken mag. Deswegen hat sie echt richtig, richtig viel reingelegt. Die kannte ich auch noch gar nicht. Die werde ich auch ausprobieren. Das ist von Shebens die Pink Clay Maske. Reinigung mit Naturschlamm klärt, sanft und mattiert verfeinert das Hautbild. Dann haben wir natürlich auch noch was von, ups, da ist mir was runtergefallen, die hebe ich gleich auf. Dann eine glitzernde Lippenmaske von Yuti. Ja, ich mag ja die Yuti-Masken und die Lippenmasken habe ich bis jetzt noch gar nicht ausprobiert. Da freue ich mich, die auszuprobieren. Dann muss ich einmal kurz abtauchen.
bin nämlich einmal runtergefallen hier. Und zwar von Isana. Und das ist echt wie so ein Set, kann man sagen. Ich habe die ja selber auch schon. Ich finde die richtig toll. Einmal diese, ja, also alles im Schmetterlingsdesign. Richtig süß. Einmal die Augenpads. Dann haben wir hier einmal eine Tuchmaske Butterfly. Und auch noch einmal was zum Baden. Badeperlen Butterfly. Die habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Da freue ich mich drauf. Die werde ich mir auf jeden Fall auch mal bald, wenn ich Me-Time mache, gönnen. Und von meiner Lieblingsfußmaske, das ist auf jeden Fall die vom Action, das weiß ich, mit Orange. Ich habe bis jetzt immer nur die Avocado-Maske gehabt oder die Lavendel. Die Orange habe ich noch gar nicht entdeckt. Da freue ich mich und die werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren, um mir die Füßchen schön zu machen. Und ja, das war alles von meiner lieben Schwester. Ihr seht, es ist ziemlich viel Neues eingezogen. Und eine Sache habe ich hier auch noch, weil ich euch da auch schon was zu mal erzählt habe. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich das ausprobieren darf. Und zwar geht es um ein Produkt im Bereich CPD-Öl. Ich weiß, viele kennen das wahrscheinlich schon. Es geht um die Marke Hanfgeflüster. Das ist keine bezahlte Kooperation, meine Lieben. Aber die haben mich angeschrieben, ob ich es nicht ausprobieren möchte. Ich denke mal, die haben auch gesehen, ich habe das ja schon ab und zu mal erwähnt, dass ich ja so Schlafprobleme habe und auch aufgrund meines stressigen Alltags oft so mit innerer Unruhe kämpfe. Und da habe ich ja was von Schebens probiert gehabt, was ja nur so semi geholfen hat. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich das jetzt austesten darf, denn es handelt sich dabei um ein Set und die waren auch so lieb und haben mir einen Rabattcode für euch hinterlassen. Das ist der Code Mary15. Wenn ihr was bestellen möchtet, bei denen nutzt den sehr gerne. Ich werde euch auch unten deren quasi Link mit reinpacken. Dann kommt ihr direkt auf deren Seite, wenn ihr was bei denen bestellen möchtet. Das ist wirklich tolles CPD-Öl. Ich habe so viel Gutes von denen schon gehört. Ich weiß, dass das super viele in meinem Bekanntenkreis auch nehmen und sehr zufrieden sind. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich es ausprobieren darf, denn ich habe etwas für den Tag und etwas für die Nacht. Und zwar einmal für den Tag, das nennt sich goldenes CPD-Öl mit Kurkuma-Extrakt, 10%. Das ist für den Tag, um einfach so ein bisschen auch zu entspannen und ein bisschen runterzukommen. Das werde ich ausprobieren. Ich werde euch auch auf jeden Fall was dazu berichten. Worüber ich mich auch mega gefreut habe, war das CPD-Öl, das nennt sich CPD-Schlaföl mit Melatonin und darauf habe ich mich mit am meisten gefreut, denn ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und euch berichten, ob ich dadurch besser schlafe. Ich habe euch ja schon oft erzählt, dass ich da Probleme mit habe und ganz viele von euch haben das gleiche Problem auch. Ist es natürlich auch oft situationsbedingt, bei mir zumindest, aber da bin ich sehr gespannt. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren und ich werde euch auf jeden Fall dazu auch noch ein bisschen was berichten. Wenn es nicht helfen sollte, werde ich es auch ganz offen und ehrlich sagen. Die sind super lieb gewesen, als sie mich angeschrieben haben, dass ich da ganz ehrlich mit umgehen darf und mache ich ja sowieso immer, das wisst ihr ja. Ich teste sowieso nichts aus, was ich nicht austesten möchte, aber bei dem war ich super glücklich, denn ich hoffe mir davon ganz viel und wenn es nicht helfen sollte, werde ich das natürlich auch ganz offen sagen, aber ich denke mir, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Ihr könnt mir auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr es schon ausgetestet habt, ob ihr damit eure Erfahrungen gemacht habt und was ihr dazu sagt, das würde mich natürlich auch interessieren, meine Lieben. Wie gesagt, das war das, was mir zugeschickt worden ist. Ansonsten sind das alles Neues, alle meine neuen Beauty-Einzüge. Es wird auf jeden Fall im nächsten Video ein Schminkvideo geben, da werdet ihr diesen Look sehen, mit den neuen SheGlam Produkten, die einziehen durften. Und auch ein neuer Shein Haul ist auch schon für euch abgedreht. Der wird auch in den nächsten Tagen quasi kurz vor meinem Urlaub noch, vor meinem Urlaub noch online gehen. Ansonsten wird es eine kleine Urlaubspause geben. Ich weiß nicht, wie ich meine Urlaubszeit vorbereiten kann, Videos für euch vorzudrehen, meine Lieben, weil wir halt ja ein paar Tagen fliegen und ich habe noch so viel davor zu erledigen, weil ich auch noch auf einer Geschäftsreise bin mit meinem Unternehmen und das wird mich auch ein bisschen auf jeden Fall quasi begleiten. Da freue ich mich aber auch schon sehr drauf und da werde ich auch ein bisschen packen. Vielleicht zeige ich euch das auch. Ansonsten denke ich mir, dass wir halt in den nächsten Wochen auch den ein oder anderen Urlaubsvlog hier auf meinem Kanal sehen werdet, wenn ich es schaffen sollte. Und freue mich natürlich, wenn ihr dann einfach im nächsten Video mit dabei seid. Ich werde definitiv eins für sonntags vordrehen. Für ob ich 2 Tage die Woche schaffe, weiß ich noch nicht, meine Lieben. Seid einfach gespannt, aktiviert unbedingt die Glocke, dann werdet ihr es auch sehen und folgt mir auch gerne auf Instagram, falls es noch nicht tut, weil da sage ich da noch ein bisschen öfter oder früher was an, was so ansteht bei mir, damit ihr da auch immer auf dem neuesten Stand seid, meine Lieben. Ja, das waren meine Geburtstagsgeschenke, meine ganzen Neueinzüge und ja, ich bedanke mich nochmal bei euch allen für die lieben Glückwünsche. Hoffe, dass wir uns gesund und munter im nächsten Video wiedersehen, meine Lieben. Bis dahin, macht's gut.